Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es für euch den Lesemonat Oktober. Im Oktober hatten wir wieder eine Subabbau-Challenge im Lesegarten. Die habe ich diesmal betreut und habe mich für ein Motto entschieden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise abstimmen lassen tatsächlich, dass wir Gruseliges oder Blutiges lesen. Das heißt, es gab Sonderpunkte für alles, was gruselig oder blutig war. Darunter fallen natürlich Vampirbücher genauso wie irgendwelche Krimi-Thriller-Sachen. Außerdem gab es noch mal ein paar weniger Sonderpunkte zusätzlich, wenn das Buch orange ist oder ein Kürbis zu sehen ist. Und das schreit so ein bisschen für mich nach der dunklen Jahreszeit. Ich habe dann auch mal fleißig geschaut, ich lege mir ja immer raus, was ich gerne lesen möchte den Monat, und habe fleißig geschaut, was habe ich denn so an düsteren Sachen. Es ist wahnsinnig viel gewesen, das hätte ich nie schaffen können und habe ich auch tatsächlich null geschafft. Aber ich habe begonnen mit Lügenmädchen von Luana Lewis. Das ist bei Audiomedia erschienen mit einer Laufzeit von 6 Stunden 22 Minuten aus dem Jahr 2015, also schon recht lange auf meinem Sub auch drauf. Gelesen wurde es von Nicole Engeln, die hat 177 Ergebnisse auf Audible und ich fand sie passte gut zur Protagonistin, hat gut gelesen, war super. Stella hat nach einer traumatischen Erfahrung als junge Psychologin eine Angststörung entwickelt und traut sich nicht mehr vor die Tür ihres Anwesens außerhalb Londons. Bis eines Tages eine Jugendliche im tiefsten Winter bei ihr klingelt und Stella nichts anderes übrig bleibt, als Blue hereinzulassen. Die verstrickt sich immer wieder in ihren Lügenkonstrukten und Stella wird ganz tief in ihre eigene Vergangenheit reingezogen. Wie hängt alles miteinander zusammen? Und gibt es eine Hoffnung auf Heilung? Das Buch lief sehr lang parallel vor sich hin. Im einen Zeitstrang lernen wir Stella jetzt kennen, im anderen Stella kurz nach ihrer Ausbildung bei ihrem ersten Beurteilungsjob, der sie alles kosten wird. Und bis sich dann alle Puzzlestücke zusammenfinden, dauert es relativ lange. Ich fand zwar das Ende ganz cool, aber insgesamt eine eher, ja, okaye Geschichte mit psychologischem Hintergrund. Ich empfand ein bis zwei Stellen aber als durchaus gruselig und Blut floss auch kurzzeitig. Ein Kürbis- oder orangenes Koffer war jetzt nicht vorhanden. Von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich als Hörbuch gehört Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco. Das habe ich hier eigentlich als normales Buch liegen aus dem Verlag Piper bzw. von der Bücherbüchse mit 541 Seiten aus dem Jahr 2023, hab's aber auf Englisch als Hörbuch aus der Bücherei ausgeliehen. Dort ist es erschienen bei Hachette Audio mit 11 Stunden 59 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2017. Gelesen wieder von Nicola Barber, die habe ich ja auch beim ersten Teil quasi auch schon auf Englisch gehört. Die macht es wirklich gut und liest mit britischem Akzent. Gefällt mir sehr schön. Audrey Rose und Thomas, die beiden Nachwuchsforensiker/Pathologen, haben sich nach Rumänien aufgemacht, um dort an einer angesehenen Schule für Gerichtsmedizin aufgenommen zu werden. Doch schon auf dem Weg kreuzt der Tod wieder ihre Pfade. Ein Mann im Zug stirbt eines mysteriösen und unnatürlichen Todes. Auch auf der Schule häufen sich die Todesfälle und Prinz Dracula scheint seine Finger im Spiel zu haben. Oder warum sonst sind einige Leichen blutleer? Audrey Rose und Thomas geben alles, um hinter das Geheimnis zu kommen und weitere Morde zu verhindern und geraten dabei wieder selbst in Gefahr. Also das fand ich ein durchaus gruseliges Buch. Zwischen all den Todesfällen und mysteriösen Vorkommnissen hat Audrey Rose nach den Geschehnissen aus Band 1 auch mit Halluzinationen und Angstzuständen zu kämpfen, was ich sehr realistisch und gut fand, nach dem, was hier eben in Band 1 passiert ist. Ein paar Details sind, wie auch schon in Band 1, recht konstruiert. Hier zum Beispiel erfahren wir mehr über Thomas' familiären Hintergrund, der sich wie ein Wunder in den Fall fügt. Darüber konnte ich aber gut hinwegsehen. Audrey Rose und Thomas passen einfach super zusammen und sind gemeinsam besser und unterhaltsamer zu lesen als einzeln. Ihre nicht mehr zu ignorierende Anziehungskraft zueinander und ihre tiefe Verbundenheit, die sich immer mehr aufbaut, ist wirklich schön zu sehen und man fiebert mit, dass sie sich verloben. Insgesamt ein gruseliger und spannender Fall mit tollen Ermittlern und einem Schuss Romantik. Von mir hierfür 4 Sterne. Prädestiniert für so einen Monat war Chasing the Boogeyman von Richard Chisma, ist im Buchheim Verlag erschienen mit 376 Seiten aus dem Jahr 2022 und es war eine Leserunde mit Ramona, von der ich das Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und hier war sogar ein Kürbis enthalten, das ist gut und ja, wie gesagt, es war auch ein sehr gruseliges Buch. Der Autor Richard Chisma erzählt eine hybride Geschichte, inspiriert von wahren Vorkommnissen in seinen frühen 20ern. Frisch vom College kommend wohnt Chis für einen Sommer wieder bei seinen Eltern in der Kleinstadt Edgewood, als mehrere jugendliche Mädchen plötzlich aus ihren Schlafzimmern oder der offenen Straße entführt und umgebracht werden. Der Boogeyman, wie der Mörder schnell genannt wird, ängstigt alle, denn man weiß nie, wann er wieder zuschlagen wird. Nur eine Minute Unachtsamkeit und ein Kind könnte in seine Fänge geraten. Chis, frisch ausgebildeter Journalist und schon immer fasziniert von Kriminalfällen, recherchiert zu den Fällen und auch wir LeserInnen spekulieren mit, wer der Täter ist.
Jahre später, als erwachsener Mann, kann er die Ereignisse von damals niederschreiben. Illustrationen von Vincent Sammy und Fake-Fotografien von Orten in der Erzählung werten das Buch auf. Außerdem ist es auf 999 Exemplare limitiert. Ich habe Nummer 469 und somit echt was Besonderes. Ich habe mich damit aber eher schwer getan. Und das lag daran, dass Chisma zum einen im Schreibstil Stephen King nacheifert, mit dem er auch schon ein Buch gemeinsam geschrieben hat, nämlich Gwendys Wunschkasten, und dadurch viel links und rechts erzählt. Das fängt bei der Geschichte der Stadt an, hört bei seiner Kindheit nicht auf und führt uns auch auf diverse falsche Fährten, was den Mörder angeht. Das schafft Atmosphäre, aber es war eben auch viel überflüssig. Außerdem war es nicht wie ein klassischer Krimi geschrieben, wo man als Leser darauf achten kann, so welche Personen wurden bereits eingeführt, wer hat welches Motiv und so weiter. Die Perspektive, die stattdessen eingenommen wird, ist die des Investigativjournalisten, der wahnsinnig viel spekuliert, wer alles der Mörder sein könnte, aber alles nur auf Hörensagen und nicht auf forensische Beweise gestützt. Nimmt man dann noch die eng bedruckten Seiten mit wenig Absätzen oder wörtlicher Rede hinzu, haben sich die 376 Seiten für mich manchmal ziemlich gezogen. Aber ja, trotzdem war der Fall spannend und zum Fürchten und ich fand es durch die Bilder und Illustrationen auch ganz cool aufbereitet. Gerade zum Schluss hinaus fokussiert es sich auch ein bisschen mehr auf klassische Polizeiarbeit, das fand ich gut. Von mir hierfür 3 Sterne. Das nächste Hörbuch von meinem Asbach-Uralt-Sub ist Locked In von Holly Seddon gewesen. Das ist erschienen im Random House Audio Verlag mit einer Laufzeit von 9 Stunden 11 Minuten aus dem Jahr 2016. Und es wurde mit verteilten Rollen gelesen von Marie Bierstedt, Simon Jäger und Anna Karlsson. Die haben 356, 401 und 126 Ergebnisse auf Audible, haben alle grandios gelesen und passten von der Stimmfarbe richtig gut zu ihren Charakteren. Auch das fand ich schon gruselig und blutig, es gab allerdings keine Kürbisse. Hier geht es um eine abgehalfterte Journalistin, die schwer mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen hat und die bei der Recherche zu einem Artikel auf der Wachkoma-Station von der Geschichte einer Patientin, nämlich der jungen Amy, gefesselt wird. In Rückblenden kommt auch Amy zu Wort, die als 16-Jährige ein geheimes Doppelleben führt. Parallel erhalten wir Einblicke in das Leben eines jungen Mannes, der Geheimnisse vor seiner hochschwangeren Frau hat. Eines davon, dass er Amy regelmäßig im Krankenhaus besucht. Amy wurde eines Tages so lange geschlagen und gewürgt, bis sie ins Wachkoma fiel. Doch der Täter wurde nie gefunden. Kann Alex, die Journalistin, es herausfinden und Amy später Gerechtigkeit schenken? Wird Amy einen Weg finden, mit der Außenwelt zu kommunizieren? Es war echt gut erzählt, wie nachher die Stränge dann auch so zusammenlaufen. Vorher rätselt man natürlich, wer der Täter sein könnte und ob einer der moralisch grauen Hauptcharaktere etwas damit zu tun haben könnte. Echt nicht verkehrt, ich fand's richtig gut. 4 Sterne. Auf der An- und Abreise zur Frankfurter Buchmesse mit meiner kleinen Schwester habe ich gehört Amsel, Drossel, Tod und Star von Mona Nicolai, ist im Aragon Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 8 Stunden und aus dem Jahr 2022. Gelesen wieder von Uwe Teschner, der hat über 600 Ergebnisse auf Audible und ist wahnsinnig gut, wie ich finde. Er hat es auch hier wieder wie immer super gemacht. Obwohl der Protagonist für meinen Geschmack mehr Berlinern könnte. Es bricht immer mal wieder so durch, aber ist nicht so richtig konsistent ausgeprägt. Das war auch durchaus ein blutiger Krimi ohne Kürbis oder Orange. Unser Ermittlerduo sind der frühpensionierte Polizist Manne Nowak und die Ex-Social-Media-Managerin Caro von Ribbeck, die sich in Band 1 gefunden und zu einem Privatermittlerteam zusammengeschlossen haben. Dieses Mal brennt im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte, die Laube von Marc Reuter in diesem Fall, mit ihm noch drin. War es Mord und wenn ja, was war das Motiv? Manne und Caro ermitteln die Polizei in den Schatten und liefern sich dabei miteinander und mit anderen das eine oder andere Wortgefecht. Ein bisschen Gefahr für Leib und Leben war auch mit dabei, aber realistischerweise nicht so viel wie in Band 1. Man kann einem ja auch nicht ständig passieren. Ansonsten wurde viel gesnackt, ein kleines bisschen die Rahmenhandlung weiterentwickelt und sehr realistisch, denke ich, Schritte in der Polizeiarbeit aufgezeigt. Ich mag die Reihe echt gerne. Es ist Cozy Crime mit einem guten Schuss Humor. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Page Boy von Elliot Page. Das ist im Macmillan Audio Verlag auf Englisch erschienen mit einer Laufzeit von 8 Stunden 24 Minuten aus dem Jahr 2023 und wurde gelesen vom Autor. Das war weder blutig noch gruselig, es gab auch keine Kürbisse, kein Orange, aber ich hatte in einer Verlagsvorschau gesehen, dass dieses Buch im Herbst auch auf Deutsch erscheint und wollte es gerne zeitnah lesen, weil ich die damalige Schauspielerin Ellen Page noch aus X-Men kannte und ich es spannend fand, dass sie jetzt ein Transmann ist und über seine Erfahrungen schreibt. Dann wurde es auf Englisch kurzfristig in meiner Bibliotheks-App frei und ich habe einfach dann zugegriffen. Elliot Page schreibt hier querbeet über sein bisheriges Leben, seine Familie, Freunde und Liebhaber, über seine Sexualität und das Gefühl, in einem Körper geboren zu sein, der sich nicht nach dem richtigen Geschlecht anfühlt. Und vor allem, wie das ist, im Rampenlicht Hollywoods zu stehen, aber nicht man selbst sein zu können. Ich fand, es war ein sehr interessanter Einblick. Elliot lässt auch nochmal seine diversen Filme und Rollenrevue passieren und ich wusste gar nicht, dass er auch in Red Umbrella Society mitspielt und vor allem mittlerweile auch produziert. Trotzdem war es mir insgesamt zu konfus erzählt. Wir springen in der Zeit und in Beziehungen, von denen Elliot gefühlt Dutzende hat, die ich mir als Hörerin aber gar nicht merken konnte, weil gar nicht sonderlich viel zu der Persönlichkeit der einzelnen Leute erzählt wird.
Die letzte Szene ist eine Erinnerung an ein Konzert mit kunstblutspuckender Sängerin in der queeren Szene, wo Elliot mit 16 war. Kurz davor hatte er seine Geschlechtsangleichung mit Mitte 30. Es war mir ein bisschen arg durcheinander, aber sonst ganz interessant. Von mir hierfür 3 Sterne. Noch ein Hörbuch habe ich gehört, und zwar Tief eingeschneit aus der Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist bei DAV erschienen mit einer Laufzeit von 9 Stunden 41 Minuten aus dem Jahr 2019. Gelesen von Hans-Werner Meyer, der hat 36 Ergebnisse auf Audible, eigentlich nur diese Reihe. Eine tolle, leicht trockene Männerstimme, die gut zum Protagonisten passt und ist somit quasi fest mit dieser Reihe für mich verknüpft. Das ist ja eine Krimi-Reihe und wir haben hier einen sehr skurrilen Fall. Cici, das Dorfmonster von Three Pines, wird beim Zuschauen bei einem Curling-Spiel ermordet. Durch einen Stromschlag auf dem Eis, der nur durch eine Verkettung mehrerer Umstände überhaupt möglich war. Warum wurde die fürchterliche Frau getötet? Und wer steckt hinter einem so komplexen Mord? Inspektor Armand Gamache ermittelt. Ich mag die Reihe einfach echt gerne. In bester Agatha Christie-Manier weiß der Ermittler irgendwann Bescheid und deutet seine Erkenntnisse erstmal nur an, sodass man als Leserin die ganze Zeit miträtseln kann. Erst zum Schluss wird aufgelöst. Es gibt außerdem wohl einige Hinweise auf den weiteren Verlauf der Reihe, die viel später erst wieder zum Tragen kommen. Das weiß ich, weil ich Sonderepisoden des englischsprachigen Podcasts Currently Reading, die Reihe nennt sich Popcorn in the Pages, dazu höre. Immer wenn ich mit einem weiteren Buch der Reihe fertig bin, da gibt es dann so eine richtige tiefe Diskussion über Handlung, über Personen aus dem Ort und so weiter und so fort und eben auch kleiner Ausblick auf die Gesamtreihe. In diesem Band gab es leider in Bezug auf die Tochter der Ermordeten ganz ekelhafte Fettshaming-Sprache, die mir wirklich sauer aufgestoßen ist. Ansonsten fand ich es cool, wieder nach Three Pines zurückzukehren und mit Gamache zu ermitteln. Und es wird nicht mein letztes Mal gewesen sein. Von mir hierfür 4 Sterne. Und irgendwann schaue ich mir auch nochmal die Serie auf Join an. Das letzte Buch, was ich im Oktober 2024 gelesen habe, ist Es beginnt mit einer Nacht aus der Redwood Love-Reihe von Kelly Morin. Das ist im KISS bzw. Chest of Fandoms Verlag erschienen mit 363 Seiten aus dem Jahr 2018. Und ich habe diesen dritten Band noch dazwischen geschoben, trotz des Monatsmottos, weil ich die Trilogie gerne an eine Freundin zum Geburtstag Anfang November verschenken wollte. Hatte natürlich weder was Gruseliges, noch Blutiges, noch Oranges dabei, aber ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Der dritte der 3 O'Grady-Brüder, Drake, bekommt hier seine Liebesgeschichte mit Zoe. Zoe kümmert sich um ihre frühzeitig an Demenz erkrankte Mutter, die sie immer allein großgezogen und sich um sie gekümmert hat. Aber es ist sehr hart, die zunehmend verwirrte und aggressive Mutter zu pflegen. Drake wiederum kämpft mit seinen Gefühlen, da seine Frau viel zu früh an Krebs gestorben ist und Zoe ihre beste Freundin war. Zoe steht wiederum schon lange auf Drake und die Vergangenheit mit verpassten Chancen ist schon fast tragisch. Also alles in allem ein eher düsteres Setting im Vergleich zu den anderen Büchern, aber keine Sorge. Kelly Moran klatscht einiges an Kitsch und heile Welt drauf und lässt die Charaktere jedes Gefühl bis ins kleinste Detail durchkauen, damit es auch wirklich für alle Beteiligten okay ist, zumal die Initiative von Drake ausgeht. Es war ganz nett, aber eben auch ziemlich kitschig und wenig realistisch. Alle haben nach und nach ihr Glück gefunden, es muss auch immer direkt ein Ring an den Finger und der ein oder andere Nachwuchs ist auf dem Weg. Probleme gibt es nicht, nachdem die Beziehung endlich ausdiskutiert und gestartet wurde. Das Pärchen hat mir gut gefallen und die offenen Türszenen waren gut geschrieben, aber die 2 weiteren Bände in der Reihe mag ich nicht mehr lesen. Da wird zum einen Feuerwehrmann und einen Polizisten aus Redwood gehen, die hier schon Gastauftritte hatten. Von mir hierfür 3 Sterne. Insgesamt habe ich im Oktober 3088 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen, die sich auf 8 Titel verteilen, 2 Bücher, 6 Hörbücher und keine E-Books. Das ist somit der schlechteste Monat des Jahres für mich, was die Quantität angeht, aber es war privat einiges los. Von meinen Lesevorhaben habe ich auch nichts umgesetzt, die 12 für 2024 sind ja alle, da gibt es keine mehr. Ich habe auch keine Reihe weitergelesen und auch keinen Subsenior erlöst, auch da hätte ich nur noch einen und den plane ich im November ein. Bei meiner Subhöhe habe ich bei den Büchern insgesamt 8 hinzugewonnen, denn wie ich schon erwähnt habe, ich war auf der Frankfurter Buchmesse, habe somit 153 ungelesene Bücher auf dem Stapel ungelesener Bücher. Ich erkläre mal, wie das zustande kommt. Also, insgesamt habe ich 4 erlöst. Ich habe nämlich 1 als Hörbuch gefunden und haptisch aussortiert. Das war Lore von Alexandra Bracken. Ich habe 2 gelesen und 1 als Hörbuch erlöst, nämlich Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco. Eingezogen sind aber insgesamt 12. Ich habe eine Vorbestellung von der Bücherbüchse erhalten, da war drin Vengeance of the Pirate Queen von Trisha Levenseller, The Ballad of Never After von Stephanie Garber, Der Kampf um Tokito von Caroline Brinkmann, Lovelight Farms Herbstrauschen von B.K. Borison und Sing Me to Sleep von Gaby Burton. Von der Buchmesse habe ich auch noch ein paar Schätze gehoben, nämlich Hard to Say I Love You von Julie Chappell, Villa Obscura von Melissa C. Hill und Anja Stapor, Die Honeys von Ryan LaSala, Today I'll Steal His Heart von Bianca Wege und Schokodiebe küsst man nicht von Janila Starr. Außerdem habe ich ein Rezensionsexemplar erhalten, nämlich Eine Nachtigall in New York von Ben Aronovich. Und von meiner Freundin Anna habe ich ausgeliehen bekommen Die Päpstin von Donna Cross, was ich schon ewig mal lesen wollte und wo ich mich auch sehr drauf freue.
Bei den Hörbüchern bin ich insgesamt bei plus minus null rausgekommen und somit habe ich weiterhin 65 ungehörte Hörbücher auf dem Stapel. Ich habe zwar 6 gehört, aber auch 6 hinzubekommen. Die 6, die ich hinzubekommen habe, waren 4 aus der Bücherei, temporär ausgeliehen. Eins davon ja vom Buchsub, Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco war das. Und 3 quasi vom Wunschzettel, die ich dann direkt gehört habe. Das war Amsel, Drossel, Tod und Star von Mona Nicolai, Pageboy von Elliot Page und Tief eingeschneit von Louise Penny. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich Lore von Alexandra Bracken ungekürzt gefunden habe und das eben ja vom normalen Stapel ungelesener Bücher auf den Hörbüchersub rübergewandert ist und auch Die Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs ist eingezogen. Bei den E-Books ist auch plus minus null, da habe ich weder was gelesen noch was hinzubekommen und somit sind es 92 ungelesene E-Books. Insgesamt habe ich somit 310 ungelesene Bücher, das sind 8 Titel mehr als im Vormonat. Und so schwanke ich mich locker flockig durch das Jahr. Möglicherweise mache ich nochmal einen kleinen Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse, vielleicht aber auch nicht. Deswegen habe ich euch hier eine kleine exklusive Verlagsvorschau mitgebracht oder beziehungsweise ein paar Büchertipps für das nächste Jahr. Und zwar habe ich mit Annika vom Argon Verlag gesprochen, die wirklich eine ganz tolle Vorschau auf die Beine gezaubert hat und uns die als Blogger vorgestellt hat. Und exklusiv für euch hat sie hier auch nochmal Highlight-Titel, die sie euch vorstellen möchte. Hi, ich bin Annika von Argon Verlag. Ich mache bei uns Social Media und Blogger Relations. Und ich habe für euch 2 kommende Tipps, aber auch einen Tipp, der jetzt ganz frisch erscheint und ihr sofort loshören könnt. Wir beginnen mit einem Romance-Tipp, der sehr cozy wird. Liebe hat 1000 Seiten, Bookish Bells von Kelly Moran. Das wird bei uns gelesen von Christiane Marx. Und das spielt in einer, ist ein Smalltown-Romance. Da erben 3 Freundinnen eine Bibliothek und bauen die zu einer Buchhandlung um. Und dieses Hörbuch hat tausende literarische Anspielungen. Also das ist wirklich das Hörbuch für alle, die die Bücherliebe zelebrieren wollen. Und es gibt auch ein Grumpy Sunshine-Trope oder Found Family. Also da ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen was dabei, der es ein bisschen cozy haben will. Und das erscheint am 1. Februar 2025. Und wer es eher ein bisschen spannungsgeladen möchte, dem empfehle ich von Emily Rudolph Das Dinner. Das wird gelesen von Oliver Kube, Anne Dü und von Emily Rudolph. Das finde ich hier eine sehr große Besonderheit, dass auch die Autorin zu Wort kommen wird. Es handelt sich hierbei um einen Lockroom-Thriller. Alte Freunde kommen zusammen in ein abgelegenes Restaurant, um ein Krimi-Dinner zu spielen. Und dann entwickelt sich aus dem Spiel aber auch die Frage, wer lügt hier eigentlich nur für das Spiel? Oder auch wenn es darum geht, wie damals die Freundin von allen verschwunden ist. Und dieser Thriller erscheint am 29. Januar 2025. Und jetzt noch mein kleiner Tipp für zum Soforthören. Wir haben nämlich das Hörbuch zum Deutschen Buchpreisgewinner 2024, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, von Martina Hefter. Gelesen wird es bei uns von Inka Löwendorf und ich weiß gar nicht, ob ich noch viel zum Inhalt sagen muss, aber hört es euch einfach an. Es erscheint digital am 5.11. und physisch am 15.11. dieses Jahr. Ich hoffe, dieser Lesemonat hat euch gefallen und auch der kleine Ausblick auf Argon 2025. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.